Es gibt mal wieder eine Wetterwarnung, aber die bezieht sich auf den Wind. Sieht man von hier wahrscheinlich nicht so gut, aber es ist ziemlich windig. 40 km/h ist der Wind. Ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was in Deutschland nur gerade abgeht mit dem Sturm Sabine oder Sabrina oder irgendwie sowas. Ich glaube Sabine. Oh, und der Nachbar hat wieder seine ganzen Kollegen am Start, ey. Und die sind alle fett. Und ich weiß nicht, warum die hier immer mehrfach hoch und runter müssen, die Treppe, aber es hört sich immer an wie eine Horde Elefanten. So, jetzt gibt es erstmal Kaffee, dann gehe ich durch die ein, zwei Bücher, schneide eventuell ein Video zusammen und wenn die Sonne dann hier rumkommt, dann mache ich mich an mein Projekt. Ich habe mir überlegt, das doppelt so groß zu machen, wie ich es vorhabe, aber wir ziehen ja um und dann wird das eine Katastrophe. Das wäre natürlich geil, doppelt so groß. Aber jetzt lassen wir es erstmal so. Das Holz im Home Depot, das hole ich nicht mehr, denn dann würde das die Erweiterung auf die doppelte Größe schwieriger machen. Mal sehen. So, ja, wie gesagt, erstmal Kaffee. Also es ist echt ziemlich windig. Also hier ist ja irgendwie ein Abzug. Und da führt so ein Schacht hoch. Und der ist, glaube ich, ausgekleidet mit Aluminiumplatten oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, die scheppern wie bekloppt. Alles kommt von den Bäumen runter. Ja, ich muss, glaube ich, nachher mal zum Orangenbaum, denn da fallen die ganzen Orangen runter. Es ist unglaublich windig draußen. Also 40 km/h ist, glaube ich, nicht korrekt. Und ich glaube, da kommt der nächste Elefant für den Nachbarn. Gucken wir doch mal. Nee, nicht alle Elefanten gehen zum selben Trog. Ja, draußen immer noch stürmisch, aber sonnig. Und ja, ich schneide hier gerade ein Video zusammen. Ich muss auf jeden Fall noch zu Walmart, denn meine Milch geht zur Neige. Ich habe keinen Salat mehr. Und der Nachbar ist wieder laut. Der hat wieder seine komischen Elefantenfreunde am Start. Und ich weiß nicht, wie man so mitteilungsbedürftig sein kann. Denn der redet nonstop. Und dann dieses Gejaule und dieses Gekicher wie Mädchen, aber halt lauter. Der redet einfach nonstop. Ja, deswegen muss ich hier gleich mal raus. Ja, mein Schreibtisch ist ja immer noch in der Storage Unit in Oakland. Ja, das heißt, ich kann mich jetzt hier nicht großartig fürs Lernen an den Schreibtisch setzen. Der Küchentisch steht auch voll. Ist auch jetzt nicht so angenehm da zu arbeiten, denn da ist es ja auch kühl. Das Beste ist hier immer noch im Bett, obwohl das natürlich nicht die idealsten Lernbedingungen sind, hier im Bett zu lungern und sich da die Unterlagen anzugucken, aber anders geht es jetzt gerade mal nicht. Ja, auf jeden Fall muss ich nachher nochmal raus. Trainieren sowieso ist der Plan. Obwohl ich meine Muskeln schon noch ein bisschen spüre von gestern, aber das ist gut. Das hindert mich auf jeden Fall nicht daran. Ja, aber dieses Video zusammenschneiden, das dauert immer lang. Geht mir auch langsam ein bisschen auf den Geist, denn für 8, 9, 10 Views, ne? Ja, lohnt sich das nicht unbedingt. Aber gut, ich mach's halt. Solange es noch zeitlich zumindest klappt. Dann muss die Lehrerin das eventuell machen. Oder, ja, weiß ich noch nicht. Also wenn ich dann 14-Stunden-Tage habe, bei dem Tourjob in Arizona, wenn das alles so kommt, wie ich mir das vorstelle, dann wird da wenig Zeit verbleiben. Aber mal sehen. So, die Sonne kommt jetzt fast rum. Es gibt ja hier immer so ein, zwei Stunden Fenster, wo der Raum komplett hell ist. Das ist natürlich perfekt, um hier zu arbeiten. Allerdings ist es noch nicht so weit und deswegen fahre ich jetzt schnell mal zu Winco, Salat holen, zu Walmart, Milch holen. Vielleicht bekomme ich auch die Milch günstig bei Winco, da muss ich dann nur einmal hin. Draußen krass windig. Ja, also auf geht's. So, hier sieht man, wenn
während die meisten Bäume noch absolut kahl sind, dass hier die Bäume bereits voll in der Blüte stehen. Das ist echt der Wahnsinn. Und natürlich liegen die ganzen Straßen voller Äste und Zweige und so weiter. Aber hier, diese Blüte, Wahnsinn. Keine Blätter am Baum, aber voll in der Blüte. Hammer. Sieht man wahrscheinlich nicht, aber die Straße voller Äste. Na, ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht den Reifen aufgeschlitzt. Aber ich denke nicht. Also das hätte ich echt nicht gedacht. Hier ist ja der mega Teufel los. So was habe ich noch nie erlebt. Sonntagnachmittag, 20 vor 3. Hä? Gibt's da nicht, Mann. Hier gibt's überhaupt keinen Parkplatz. Boah, war da was los, Mann. Alle Kassen geöffnet, die Schlangen bis hinten in den Laden, die Fast-Checkout-Line. Alter Schwede. Also, ich gehe nie wieder sonntagnachmittags um 3 rum einkaufen. Also ich hatte Glück im Parkplatz und Glück mit der Checkout-Line, dass die alle nicht so viel hatten wie sonst und so weiter. Boah, Gouda wollten die 4 Dollar für haben für ein kleines Stück. Da muss ich jetzt nochmal woanders hin. Boah, krass. Der Wind, super stark, aber fühlt sich warm an. 19 Grad haben wir es draußen im Schatten. Und wenn man natürlich dann noch in der Sonne steht, dann fühlt sich das echt angenehm an. Der Wind ist halt so eine warme Brise. Wesentlich wärmer als zu Hause. Also da werde ich gleich mal die Fenster aufreißen. Allerdings nicht zu weit, ansonsten haben wir da Durchzug. Das geht ja auch nicht. So, gucken wir mal, ob wir bei Grocery Outlet noch ein Stück Käse bekommen, was ein bisschen günstiger ist. Und dann geht es wieder nach Hause. Hatten sie nicht. Also hatten sie schon. Die wollten für 2 Gouda-Stücke 6 Dollar. Aber ich will keine 2 Gouda-Stücke. Ich will ein Stück Gouda. Für weniger als 4 Dollar. Das sollte Winko haben. Naja, auf jeden Fall habe ich den Salat gefunden, den die bei Winko für 2 Dollar verkaufen. Für 1 Dollar. Das heißt, ich habe nochmal Salat mitgenommen. Boah, ist das windig, Mann. Naja, jetzt war ich trotzdem nochmal zu Walmart. Wegen dem Gouda. Denn ja, ich habe irgendwie Bock auf Gouda. Ich weiß auch nicht. Immer nur Salat und Thunfisch. Da fehlt irgendwie was. Und wenn dann so ein Stück Gouda dabei ist, dann schmeckt das ganz anders. Und irgendwas wollte ich auch noch machen, anderes machen, gucken da, aber weiß jetzt nicht mehr. Hoffe ich, mir fällt mir jetzt noch ein auf dem Weg dahin. Ja, jetzt haben wir schon 3:30. Gouda habe ich nicht mehr bekommen. Allerdings das Salatdressing, das neue, in der Großpackung, was ich als ja, annehmbar erkoren habe. Oh, nervt mich. Aber es war einfach so viel los überall und die Zeit verging. Und jetzt arbeite ich erst ein bisschen an meinem Projekt, solange die Sonne da genau reinscheint und ich genialstes Licht im Wohnzimmer habe. Und dann entscheide ich später, ob ich dann nochmal Gouda hole oder nicht. Auf jeden Fall tierischen Hunger. Aber essen kann ich eigentlich noch nichts. Nicht gut. So, wieder zu Hause. Schön hell hier. Jetzt arbeite ich ein bisschen an meinem Projekt. Wenn es draußen 2 Grad wärmer ist als hier drin. So, mal gucken. Auf geht's. So, mittlerweile 5:30. Leider konnte ich mein Craft oder wie sagt man auf Deutsch, Bastelprojekt nicht zu Ende bringen. Denn 4 von den 12 Teilen, die ich bestellt habe, sind leider defekt. Also ich hätte es zu Ende bringen davon, aber das sieht natürlich dann nicht perfekt aus und es soll perfekt aussehen. So, jetzt beschwere ich mich bei Amazon und mal gucken, was die machen. Ob ich denen das zurückschicken muss oder ob die mir einfach 4 neue schicken. Oder wie auch immer. Oder ob ich einfach nochmal ein Paket vom 12 bestelle. Also ich eigentlich nicht brauche, dann könnte ich es doppelt so groß machen. Beziehungsweise nicht doppelt so groß, weil halt 4 kaputt sind. Nicht richtig kaputt, aber es ist ein Kratzer drauf und eine Ecke fehlt und ne. Will ich nicht. Ist genug Arbeit, auch ohne, wie gesagt, Bastelzeug muss ja nicht perfekt werden, aber es soll halt
wie gesagt, es sieht bisher ziemlich perfekt aus. Kann ich natürlich nicht zeigen. Aber ärgert mich jetzt. Ärgert. So, jetzt beschwere ich mich. Jetzt kriegen die erstmal eine saftige E-Mail und ich hoffe, ich bleibe natürlich höflich. Die schicken mir das jetzt noch in den nächsten 5 Tagen zu. Ansonsten weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Katastrophe. Ich benutze das Wort Katastrophe in letzter Zeit ziemlich häufig. So, der Nachbar gibt mal wieder nonstop seine Weisheiten von sich. Und ich habe Hunger. Noch nichts gegessen heute. Ein bisschen Zucker habe ich intus, aber nur durch den Orangensaft. Noch nicht mal den Käse habe ich bekommen. Von daher, ich überlege gerade, ob ich denn nicht zu Sprouts fahre und mir ein Stück Hühnchen besorge da. Und das zum Salat essen. So ein Stück gebratenes Huhn mit Salat, das hört sich gerade an wie... Wow. Also das mache ich eventuell. Wir haben 20 vor 6. Es ist noch für alles Zeit. Ob ich dann vorher trainieren gehe oder hinterher, passt einfach wieder alles nicht. Ich bin auch bei nicht so weit gekommen, wie ich es vorhatte. Nervt mich alles. Der Hunger nervt mich. Der Nachbar nervt mich. Also gerade nervt mich mal wieder ziemlich viel. Naja. Okay, hier auf Amazon steht: please follow Murray home with interest. If you receive a broken set, please feel free to contact us and we will resend you a new set. Das wäre natürlich genial, wenn die mir 12 neue zuschicken würden. Dann könnte ich das nämlich 1,5-mal so groß machen, wie es jetzt ist, und das wäre einfach ideal. Allerdings müssten die es in den nächsten 4 Tagen hierher schicken. Ansonsten gibt es genau nichts. Mein Gott, Typ, ey. Ich glaube, der ist krank, der Mensch nebenan. Anders kann ich mir das nicht erklären. Mittlerweile schon kurz vor 8. Trainieren gehe ich heute nicht mehr. Ich habe so einen Hunger. Und obwohl ich auch keine Lust habe, jetzt nochmal loszufahren, fahre ich jetzt zu Sprouts, wo mir Hühnchen, Brust oder irgendwas. Und dann mache ich das mit Salat. Also, auf geht's. So, ich bin wieder zu Hause. 8:30 bereits. Und ich hatte mich so auf Gouda eingeschossen und war natürlich im Endeffekt enttäuscht, dass ich kein Gouda bekommen habe zu einem Preis, den ich bereit war zu bezahlen. Naja, jetzt habe ich geschredderten Mozzarella. Der war im Angebot, runtergesetzt von $4 auf $2. Das ist auch okay, wenn man den auf dem Salat gibt. Kann man zwar so nicht im Chunk essen. Egal. So, und dann habe ich natürlich wieder das teure gute Air Chilled Organic Chicken gekauft. Das kostet $10 pro Pfund. Also da kriegt man das hier schon für 1,50 $2 Hühnchen. Aber naja, muss ja besser sein, wenn man das 3-4-fache dafür bezahlt. So, das wird jetzt in die Pfanne gehauen mit dem leckeren Hühnchengewürz, dazu Salat. Und dann habe ich auch nicht mehr so einen elendigen Hunger. Denn das Einzige, an was ich denken kann, wenn ich den Hunger habe, ist Essen. Furchtbar. Also. So fast fertig, immer läuft das Wasser im Mund zusammen. Oh Mann. Leckeres Hähnchen. Mmh. Salat mit Mozzarella. Dazu verdünnte Salatsoße. Frisch. Relativ frisch. Gepresst Orangensaft. Ich kann kaum erwarten. So ein Hunger. Boah, war das lecker. Unglaublich. So, jetzt gucke ich mir noch den Rest vom UFC an und einen Film. Versuche den Nachbarn zu übertönen und dann gehe ich relativ früh ins Bett. Das ist zumindest der Plan. Morgen eventuell pokern. Morgen ist ja wieder Montag. Das Abendturnier. Das kleine. Eventuell angeln, aber eher nicht. Und ja, keine großen Pläne, außer hier Bücher. Mittlerweile 12:30, Nachbar immer noch laut. Und ich habe eine Nachricht vom Customer Support bekommen. Die wollen jetzt Fotos haben von den Beschädigungen der kaputten Sachen. Und dann schicken die mir sofort ein neues Set zu. Also muss ich jetzt Fotos machen und denen das zuschicken. Das sind zwar jetzt nicht die größten Beschädigungen, aber es ist halt nicht perfekt. Und ich hoffe, die akzeptieren das.
Ja, das muss ich jetzt natürlich jetzt noch so schnell wie möglich machen, damit das noch alles passiert vor dem 14. Februar. Oh, ich hoffe, das klappt. Es ist ja schon ein großes Drama, das zu verstecken bis am Dienstag, wenn die DN wieder zurückkommt. Da muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Na, das geht schon hin.